Hallihallo, Aloysian und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, meine lieben Freunde, dem Jedi-DLC. Ja, also ich muss jetzt hier eigentlich hin, den Piloten da holen, aber ich wollte eigentlich, im Grunde genommen ja eigentlich hier mal noch, bisschen upgraden. Okay, Körperpanzer. Das war auf jeden Fall wichtig und jetzt machen wir mal hier... Ja, die restlichen Upgrades noch kaufen. Wir müssen noch 5 Nächte überleben. Und ja, noch ein paar Reliktmissionen machen. So, was haben wir denn hier noch? So. Munitionskisten. Können wir uns das Kurven sparen. Und Tierkäfig. Ein Bär. Ich habe da einen Schuss gehört. Und noch ein Tierkäfig. So. Und was gibt's denn noch Schönes? Nichts mehr weiter. Den Rest haben wir noch nicht freigeschalten. Müssen wir noch tun. Kein Ding. Jetzt erstmal weiter. Reliktmission. Entschuldigung. Muss man da hin? Machen wir das an. Ich habe immer das vergessen. Na komm hoch mit uns. Hopp, hopp, hopp. Muss ja noch irgendwo. Ah, hier. Meine Elefantenbüchse wieder haben. So, halten zum Lesen. Kamelsch wissenschaftliches Tagebuch. Der Marsch in das Tal war kräftezehrend. Ich bin müde, aber auch ziemlich aufgeregt. Wir haben eine sehr interessante Substanz gefunden, die an der Oberfläche der Tümpel in einer der Höhlen, die wir durchquert haben, schwimmt. Ich bereite gerade ein paar Tests vor und freue mich auf weitere Untersuchungen. Fahren natürlich weiter. So. Wollen wir mal schauen, was für eine tolle Mission ist. Zu laufenden Händler. Hierhin soll man. Natürlich gar kein Problem. Okay, es gibt wieder eine Höhle.
Der Wind heult. Wie ein Wolf. Oh, Entschuldigung. Ja. Checkpoint. Erreiche den Piloten. Ach man. Ich werde jedem meiner Kinder ein Stück von dir geben. Da, da. Da. Ach, schieß schon vorbei, ey. Meine Fresse. Manchmal ist man aber auch wirklich komisch. Na dann, wir sollen hier rein. Ganz warum mit einem Elefanten. Von dir bleiben nur. Alter, ist die Waffe laut. Bring dich um! Naja. Problem, ich sehe nichts. Boah, ich sehe den Dings zwar auf der Karte. Ach da. Meine Fresse. Oh. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht wahr. Oh, endlich. Ein Kondom da. Also ein ganz heiliger, ja. Du bist in Gefahr. Der sagt zu mir, ich sollte mich stellen. Und mit dem Effekt stehe ich hier alleine. Das ist der Pilot. Los geht's, komm schon! Oh. Dialog und stell dich deinem Urteil. Tal der Yetis, früher führt eine Straße ins Tal. Bestimmte Fertigkeiten können im Modus Tal der Yetis nicht erlernt werden. Fähigkeiten, meinte ich. Die militärische Expedition, die von Yuma entsandt wurde, um das Relikt. Oh.
ist mein Zeug? Yindras, bitte. Yintendras, bitte. Nerda, bitte vergib mir. Sie wollten, dass ich mich Ihnen anschließe, dass ich die Familie verlasse. Was hätte ich denn tun sollen? Sie haben mich in dem Gefängnis eingesperrt und als ich mich immer noch weigerte, brachten Sie mich hierher. Hier werde ich sterben. Total weise. Mäuschen. Hm. Bist du einmal denn hier jetzt schon wieder? Ich denke mal, da oben wird es bestimmt nicht weitergehen. Was ist denn die Scheiße? Warum springt er denn nicht? Überall Leichen. Ach ja. Rajesh, Notiz, Notiz 1. Wenn ich das Schnarren im Dunkeln höre, kann ich nur noch an meine liebe Kamala denken. Ich werde dich alleine in dieser Welt zurücklassen, meine liebste Tochter. Es tut mir leid. Du bist allein. Aus. Das war vielleicht sogar mal so dumm, die Pflanzen zu sammeln, ne? Wegen Spritzen. Oh Mann, war das blöd. Oh Mann, Onkel, was denkst du denn, warum die hier überall rumstehen? Na wegen. Okay, kann ich denn überhaupt Spritzen herstellen? Ich glaube, wie das funktioniert. Man kann hier gar nichts herstellen. So, hier wurde auf jeden Fall noch jemand gekillt. Das haben wir wohl gehört. Fuck. Okay, der Herr Jedi ist am Start. Was ist das denn bitte? Total toll. Was liegt denn hier für ein Brief? Ratchets Notiz 2. Die Schatten bewegen sich. Da ist etwas in der Dunkelheit.
Ich soll dem geopfert werden, was immer da auch ist, oder was immer sich da rumtreibt. O Kamala, ich hoffe, du erfährst nie, was mit deinem Vater geschehen ist. Ich könnte jetzt gut einen Kletterhaken gebrauchen. Hm. Oh Mann, ist das Vieh riesig gewesen. Das wird verdammt spannend. Ich kann mich jetzt. Müssen wir uns jetzt hier vorwärts bewegen? Drecksbiest gesehen zu werden, wollte ich gerade sagen. Oh Mann, Alter. Schön da laufen. Faktor ist er. Boah, leg mich am Arsch. Wie kommt man denn da hin? Alter. Übertrieben. Boah, wie komm ich denn hin? Alter, was mache ich mit dem Vieh?
Irgendwas machen muss man ja jetzt. Okay, wir sind schon mal auf der anderen Seite. Okay, okay, okay. Soll ich diese scheiß Taschenlampe ausschalten? Halt die Fresse. Okay, was zum Geier muss ich ja machen? Fuck. Wir müssen die Hände locken. Hallo. Hallo. Man hört dieses Scheißvieh mich nicht. Okay, jetzt müssen wir darüber. Wir müssen jetzt das schnell ausnutzen. Oh, oh, oh. Alter. Okay, wir haben hier wieder einen Brief. Jinteras Hoffnung. Nada, ich glaube, ich habe einen Weg hier rausgefunden. Wenn ich nur ein Seil oben an der Klippe befestigen könnte, ohne dass diese Bestie mich hört, dann hätte ich vielleicht eine Chance, lebend hier rauszukommen. Oh ja. Diese Chance ist dort. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Boah. Alter. Alter. Gibt's hier noch mehr oder was? Boah. Raus hier. Ah, kranke Scheiße hier.
Ich muss Hilfe holen. Alter. Das ist so geil. Okay, liebe Freunde, 25 Minuten, wir sind jetzt hier vor dem Lager. Ich würde sagen, wir beenden erstmal den Part, das war jetzt gerade ein bisschen aufregend. War aber cool. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Und kommentieren, sowie ja, Abo da lassen könnt ihr vielleicht auch, wenn ihr das Video gerade zufällig seht. Und würde ich sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Part und ciao.